Hallo meine Friendos und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar will ich hier über meine Wünsche und Predictions der Nintendo Switch Präsentation, die am Freitag startet, reden. Und ja, bevor es losgeht, will ich noch kurz erwähnen, dass ich einen Livestream dazu machen werde. Also ich will halt eine Live-Reaction machen und das dann später auch auf YouTube hochladen. Und ja, das Event startet ja um 5 Uhr morgens am Freitag. Und ich starte den Stream 5 vor 5. Ich erwarte aber nicht, dass irgendeiner von euch zu der Zeit Zeit hat, weil die meisten werden wahrscheinlich zur Schule gehen oder arbeiten müssen. Wie ich eigentlich auch, aber ich habe mir extra freigenommen. So crazy, wie ich bin. Ja, ich erwarte nicht, dass da irgendeiner Zeit hätte, aber wenn wieder erwartend doch einer irgendwie Zeit hat, dann würde ich mich natürlich freuen, aber hey, eigentlich mache ich das, will ich das nur live haben, damit es halt live ist, ne? Halt eine Live-Reaction. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil des Videos. Also ich werde erstmal über Spiele reden, die ich cool fände, wenn die kommen würden. Oder die ich erwarte und auch cool finde. Also einfach coole Spiele. So. Dann über meine persönlichen Highlights. Also bei denen ich richtig abgehen würde. ja, und dann noch ein paar weitere Spiele nennen, von denen ich denke, sie könnten eventuell gezeigt werden. Ja. Dann kommen wir doch direkt zu meiner ersten Liste, zu den coolen Spielen. Das wären einmal Mario Kart 8. Das wurde schon gezeigt. Und ja, ich glaube nicht, was Mario Kart 9 ist. Ich bin mir ziemlich sicher, was Mario Kart 8 ist. Mit neuen Strecken, neuen Charakteren und vielleicht auch einen richtigen Battle-Modus. Das wäre schön. da kann ich mir gut vorstellen, dass es zum Launch kommt. Könnte aber auch ein bisschen später sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Splatoon natürlich, wurde auch schon gezeigt. Ist, glaube ich, auch kein zweiter Teil, sondern einfach halt ein Port mit neuen Waffen, neuen Maps und keine Ahnung was noch. Vielleicht tatsächlich die Octolings, oder sind die Octolings? Ja, ich glaube schon. Als spielbare Charaktere, das wäre natürlich auch cool. Ja, könnte auch zum Launch kommen. Vielleicht Mario Kart 8 dann nicht zum Launch oder andersrum. Oder vielleicht kommen beide zum Launch. Oder gar keins von beiden. Ich glaube, mindestens eins davon kommt zum Launch. So, dann gab es ja noch das Gerücht über ein Mario und Raving Rabbids Crossover als RPG. Und ja, den halte ich für wahr. Und ja, fände ich interessant. Ich bin jetzt kein übelster Fan von den Rabbids, also ich habe keins von den Spielen gespielt. Aber einfach der Fakt, was es ein RPG ist und die Rabbids schon ein paar lustige Gesellen sind, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht was wirklich Gutes zusammenkommt. Also ich bin gespannt drauf und ja, ich könnte es auch zum Launch sehen eventuell. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann wurde ja schon angekündigt, dass das neue Sonic, wie auch immer es heißen wird, auch auf der Switch erscheint. Ich weiß nicht, ob sie es zeigen werden. Es wäre auf jeden Fall cool. Ich würde mich freuen, weil ich mag Sonic. Und eventuell kommt sogar Sonic Mania darauf. Das wäre auch cool. Sehen beide vielversprechend aus, meiner Meinung nach. Würde ich mich freuen drüber. Ja, Pikmin 4. Hat Miyamoto ja eigentlich schon selbst gesagt, dass das Spiel eigentlich schon fast fertig ist. Also würde ich auf jeden Fall erwarten, dass die es zeigen und es auch bald kommt. Ich weiß nicht, ob zum Launch oder vielleicht etwas später, so ein paar Monate später. Irgendwie sowas. Aber ja, ich denke, das wird gezeigt. Da bin ich mir relativ sicher. So, Luigi's Mansion 3 würde ich cool finden. Aber halte ich für nicht so realistisch. Ehrlich gesagt. Genauso wie Kirby und ein Kirby-Spiel neues. Wäre cool, aber halte ich auch nicht für realistisch. Und Fire Emblem genauso. Dann hätten wir noch Dragon Quest 11. Das wurde auch schon angekündigt. Und kann ich mir relativ gut vorstellen, dass sie es zeigen werden. Wann es genau kommt, kann ich nicht sagen. Aber
das halte ich schon für relativ wahrscheinlich. So, dann eventuell die neue IP von Platinum Games. Wäre cool, aber ich weiß nicht, ob die es wirklich zeigen. Jetzt schon, glaube ich nicht. Also, gerüchteweise hieß es ja, dass die an der neuen IP arbeiten. Deswegen, aber wenn, dann ist es, glaube ich, noch zu früh dafür. Dann könnte ich mir noch gut vorstellen, dass ein Hyrule Warriors Port kommt. Aber ob die es jetzt wirklich zeigen werden, weiß ich nicht. Fände ich aber cool mit allen Inhalten von beiden Spielen. Würde ich auf jeden Fall feiern. Und es gab ja auch noch das Gerücht über ein neues Warrior-Game mit einer anderen Nintendo-IP gemischt. Was das jetzt genau sein wird, keine Ahnung. Und ob die das zeigen, weiß ich auch nicht. Aber fände ich schon interessant. Mal gucken. Und ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass GameCube als Virtual Console gezeigt wird. Mit ein paar Spielen, wie zum Beispiel Super Mario Sunshine und Paper Mario 2 und sonstiges. Fände ich auf jeden Fall cool. Dann ging ja schon lange das Gerücht um über ein Zelda Skyward Sword HD Remake. Fände ich cool, aber glaube ich eigentlich auch nicht, was kommt. Also was gezeigt wird. Vielleicht kommt es irgendwann, aber ich glaube nicht zur Präsentation. Was ich persönlich noch cool fänden würde, wäre entweder ein neues Kid Icarus oder ein HD-Remake vom 3DS-Teil. Weil das war ein cooles Game und ich würde gerne mehr davon sehen. Aber halte ich auch nicht für so wahrscheinlich. So, dann kommen wir jetzt zu meinen persönlichen Highlights. Was auf jeden Fall Zelda Breath of the Wild sein wird. Das werden die auf jeden Fall zeigen und ich glaube, es wird ein Launch-Titel. Es ging ja Gerüchte um, dass es eventuell in Europa nicht zum Launch kommt, nur Amerika und Japan. Aber jetzt vor kurzem kam ja wieder ein Gerücht, dass das so ein bisschen widerlegte und sich auch nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, die müssen es eigentlich für alle Regionen als Launch bringen. Also wenn es zum Launch kommt, dann muss es in allen Regionen kommen, weil sonst schießen die sich selbst ins Bein, würde ich sagen. Also da bin ich mir relativ sicher, was zum Launch kommt. Ja, dann das neue 3D-Mario, was ja auch schon gezeigt wurde, wovon ich echt hoffe, dass es irgendwie in Richtung Super Mario 64 oder Sunshine geht. Und es sieht auch so aus. Ich kann es mir gut vorstellen, dass Nintendo da endlich mal wieder back to the roots geht. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und ja, da glaube ich aber nicht, was zum Launch kommt. Wenn Zelda ein Launch-Titel ist. Weil die wollen, ich glaube nicht, was Nintendo Zelda und Mario konkurrieren lassen will. Deswegen, also entweder kommt das Mario zum Launch oder Zelda. Aber ich glaube, es wird Zelda sein. So, dann auf jeden Fall ein Smash-Port. Was wahrscheinlich Super Smash Bros. For Switch heißen wird oder so. Ja, mit ein paar neuen Charakteren. Also Inkling ist ziemlich wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Und Ice Climbers, was die zurückkehren würden. Vielleicht auch Wolf. Könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Mal gucken, vielleicht ein paar Überraschungen, das wäre cool. Wahrscheinlich nicht allzu viele Charaktere, weil es sind schon ziemlich viele da. Also ich weiß nicht, was sie da noch bringen wollen. Also schon, ich habe noch einige Ideen, aber ob das wirklich kommen wird, na, fraglich. Eventuell ein paar neue Stages. Und ich fände es halt cool, wenn es eine Kombination aus beiden Spielen ist. Also aus der 3DS-Version und der Wii U-Version. Gut, auf Smash Tour kann ich verzichten. Das war jetzt nichts wirklich für mich. Aber dieses Smash Run? Ne, wie ist es? Und das mit Run? Ach, keine Ahnung. Das auf jeden Fall auf der 3DS-Version. Das fand ich cool. Das sollten die nur vielleicht ein bisschen erweitern, sag ich mal, dass man auch wirklich die anderen Leute halt auch auf der Map sieht und mit denen interagieren kann, denen ein bisschen aufs Maul hauen kann und so. Halt wirklich wie bei City Tribe von Kirby's Air Ride und eventuell vielleicht auch einen Online-Modus dazu. Was sie von Smash Tour gerne übernehmen könnten, ist dieses Endgame. Also, dass du halt quasi mehrere Charaktere als Leben hast,
und mit denen dann kämpfst. Also, das, du wählst zum Beispiel Kirby und Pikachu aus und dann, wenn Kirby stirbt, dann kannst du halt mit Pikachu weiterspielen. Das ist halt cool. Das als eigener Modus einfach, das wäre schon nice. Das würde auch in die Competitive-Szene frischen Wind reinbringen, sag ich mal. Also, das fände ich schon relativ cool. Und was absolut geil wäre, wenn die den Story-Modus zurückbringen würden, also 9. Ich weiß, der hat auch viel Kritik bekommen, aber ich fand den einfach absolut geil. Ich weiß nicht, wie man das nicht mögen kann. Es war quasi ein besserer Adventure-Modus von Melee. Einfach mit Story dahinter und großen Maps mit allen möglichen Charakteren. Ich fand das geil. Also, wenn die das wieder zurückbringen würden, würde ich extrem feiern. Halte ich aber für ziemlich unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt. Und was ich auch noch absolut feiern würde, neues Metroid. Alter, wenn die Metroid zeigen, ich flippe aus. Weil das ist schon so lange her und ich will einfach neues Metroid. Ist mir egal was. Also ich präferiere eigentlich halt sowas im Style von Other M, weil ich es geil fand. Auch wenn das auch viel Kritik bekommen hat. Aber ich fand's cool, einfach vom Spielprinzip und dass da so viel Story drin war. Hab ich echt gemocht. Aber ich kann mich auch total mit einem Metroid Prime 4 arrangieren. Hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Gab's auch schon Gerüchte wegen der Anspielung in Federation Force am Ende. Also wäre auch absolut geil. Also die Metroid Prime Serie war auch super geil. Würde ich auf jeden Fall feiern. Dann noch Pokémon Stars, also die dritte Version von Pokémon Sonne und Mond, wenn die jetzt wirklich so heißt. Fände ich auf jeden Fall sehr geil. Aber ich weiß nicht, ob die es zeigen werden. Vielleicht ist es noch zu früh dafür, weil Pokémon Sonne und Mond gerade erst rausgekommen sind und jetzt schon die dritte Version anzukündigen, wäre vielleicht ein bisschen früh. Aber fände ich auf jeden Fall cool. Und halte ich auch für wahrscheinlich, dass es irgendwann kommt. Aber ich weiß halt nicht, ob sie es halt auf der Präsentation schon zeigen werden. Was auch ein absoluter Knaller wäre, ein HD-Remake zu Xenoblade Chronicles, also dem ersten Teil, würde ich absolut abfeiern. Es gab zwar ein Remake auf dem 3DS, aber das war eher, um das Spiel ein bisschen zu supporten, sag ich mal. Und grafisch war es ja noch schlechter als die Wii-Version. Ja, ich will das einfach in HD haben. Das wäre absolut göttlich. Eventuell könnten wir auch das neue Spiel von Monolith Soft sehen. Also es hieß ja, sie arbeiten an einem neuen Titel. Aber wenn, dann halte ich es noch viel zu früh. Also ich glaube, das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Deswegen glaube ich nicht, was sie es zeigen werden. Aber es wäre auf jeden Fall richtig geil. Was ich halt auch ziemlich cool fänden würde, wenn die endlich mal ein Spiel für die Amiibos rausbringen würden. Also sowas wie Skylanders oder so. Das halt mit einem richtig coolen Spielprinzip und man braucht halt die Amiibos zwingend, um Charaktere da reinzubringen, mit denen man spielen kann und jeder hat halt eigene Fähigkeiten und sowas. Ob das jetzt wahrscheinlich ist, glaube ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall cool und die würden damit die Amiibos noch mehr verkaufen, noch mehr Geld damit scheffeln. Das wäre einfach perfekt, aber es wäre wahrscheinlich auch so ein Großprojekt wie Super Smash, wenn die tatsächlich alle Amiibos supporten wollen. Müssen natürlich nicht alle direkt am Anfang sein. Vielleicht kann man später auch noch welche nachpatchen und so, aber ich fände das cool. Aber ob das kommen wird, ja, weiß ich nicht. Glaub nicht, aber wäre cool. Dann würde ich auf jeden Fall noch das Final Fantasy VII Remake feiern. Ich bin zwar nicht so der Final Fantasy-Typ, also ich habe keins davon wirklich gespielt. Ich hatte mal Crystal Chronicles für den GameCube, hatte ich mal angespielt. Und Final Fantasy 13 habe ich mir ausgeliehen, aber nur wirklich so ein paar Minuten gespielt und die war es nichts für mich. Aber ich würde dem der Spiel selber schon gern eine Chance geben. Und wenn dieses Fan-Favorite, also Final Fantasy 7, einfach kommen würde und das Remake davon halt, das sieht halt richtig cool aus. Wenn das für die Switch kommen würde, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es kommt, dass es vielleicht auch auf der Präsentation zeigen werden. Vor allem da Cloud jetzt auch für Smash rausgekommen ist,
halte ich für noch wahrscheinlicher, weil ich glaube, das hat schon eine tiefere Bedeutung. Also, halte ich für wahrscheinlich, ja. Das neue Kingdom Hearts 3 wäre natürlich cool, aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht, aber würde ich feiern. Würde ich extrem feiern. Und was ich auch extrem feiern würde, wäre ein Bayonetta 3. Wenn Platinum Games doch nicht an einer neuen IP arbeitet, sondern an Bayonetta 3, absolut geil. Also, ich liebe die Bayonetta-Teile. Und einen dritten Teil würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Aber glaube ich auch nicht, dass sie es zeigen werden oder dass es überhaupt kommt. Weiß nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube bestimmt, dass sie an einer neuen IP arbeiten. Aber ja, wie gesagt, Bayonetta 3 würde ich abfeiern. Aber hey, ein neues Monster Hunter würde ich auch extrem abfeiern. Ich habe Monster Hunter 3 Ultimate übelst gesuchtet mit meinen Freunden. Die anderen Spiele, die danach kamen, dann leider nicht mehr so sehr, weil es einfach 3DS war und die meisten wollten es einfach nicht auf dem 3DS spielen. Ja, also würde ich mich extrem drüber freuen, wenn mal wieder ein Konsolenableger kommt. Ich glaube, es kommt irgendwann einer, aber nicht so bald. Weil es kommt ja noch hier Generations. Oder ist schon rausgekommen, ich weiß nicht genau. Oder war es das neue? Nee, Moment. Double Cross ist das neue, ne? Oder war es dasselbe? Nee, ich glaube, das war nochmal ein komplett neues. Irgendwie so, ich habe keinen Überblick mehr. Aber es kommt ja auch nur für 3DS, soweit ich weiß. Ja, würde ich auf jeden Fall extrem abfeiern. Ich glaube nicht, was davon gezeigt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, was irgendwann mal kommen wird. Wer weiß, vielleicht 2018 oder 19 oder was weiß ich. Habe ich jetzt einfach trotzdem mal genannt. Weil wer weiß. Was ich auch absolut genial fände, ein richtiges Paper Mario. Halte ich für absolut unwahrscheinlich, weil ja, das letzte Paper Mario ist ja nur ein paar Monate alt. Deswegen glaube ich nicht, dass so bald Neues kommt und außerdem glaube ich auch nicht, was sie so bald wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren. Ich würde es hoffen, aber irgendwie sieht es nicht so aus. Und auf was ich schon lange hoffe, ist Super Mario Sunshine oder 64 Remake beziehungsweise ein Paper Mario 2 Remake. Wäre geil. Halte ich aber auch nicht für so wahrscheinlich. Gab schon viele Gerüchte deswegen. Die sind schon lange im Umlauf. Also hat man immer wieder drüber spekuliert, aber im Endeffekt kam es nicht. Deswegen, ich glaube auch weiterhin, dass es nicht kommt. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, das war's auch schon mit meinen Highlights. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner letzten Liste. Einfach weitere Spiele, von denen ich denke, sie könnten kommen, die ich jetzt aber nicht so extrem abfeiern würde. Und das erste davon wäre Skyrim. Wurde ja auch schon gezeigt, aber nicht von Bethesda bestätigt. Anfangs zumindest. Ich glaube, es wurde jetzt bestätigt oder es gab zumindest Gerüchte davon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber halte ich für relativ wahrscheinlich, dass es kommt. Wahrscheinlich nicht zum Launch, einfach wegen Zelda. Aber es kommt und wird wahrscheinlich auch gezeigt auf der Präsentation. Dann natürlich Sportspiele wie NBA wurde ja gezeigt. Und vielleicht auch andere, vielleicht sogar FIFA, wer weiß. Wird der Switch auf jeden Fall helfen. Aber interessiert mich persönlich nicht so sehr. Just Dance halte ich für sehr wahrscheinlich, weil Ubisoft die Switch auf jeden Fall unterstützt. Und Just Dance kam eigentlich immer. Und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es zum Launch kommt. Dann noch ein paar Ports, über die es Gerüchte gab, wie Super Mario Maker, Xenoblade Chronicles X und Lego City Undercover. Also warum Xenoblade unter dieser Liste ist, obwohl ich es ja ziemlich geil finde, das Spiel an sich. Aber also wenn es da nicht super viel neue Änderungen gibt, dann brauche ich es eigentlich nicht unbedingt. Ich hab's für die Wii U, das reicht mir eigentlich. Wenn es jetzt wirklich ein super geiler Titel wird, mit ganz viel neuem Stuff und so, dann würde ich es mir auf jeden Fall holen, aber ja, momentan weiß ich noch nicht. Man weiß halt noch nichts darüber. Es gab halt nur Gerüchte, deswegen ist es in dieser Liste. Dann gab es natürlich auch noch das Gerücht über Beyond Good and Evil 2. Da bin ich mir ziemlich sicher, was irgendwann kommen wird. Und es gab, glaube ich, auch ein Gerücht, dass die
kleinen Teaser-Trailer haben für die Präsentation. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er gezeigt wird. Aber ich glaube, das Spiel an sich kommt dann erst 2018 oder sowas. Was ich mir noch ziemlich gut vorstellen könnte, ist ein neues Animal Crossing. Einfach wegen dem Update für New Leaf, das es letztens gab. Und es gab ja auch so eine kleine Direct. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass da was Neues kommt und das auch auf der Präsentation gezeigt wird. Vielleicht sogar zum Launch, wer weiß. Halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlich. Aber bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Eventuell neues Donkey Kong? Glaube ich zwar nicht, aber könnte sein. Wer weiß. Ach ja, was ich bei den Ports noch vergessen habe, ist Pokémon Tekken. Halte ich für relativ wahrscheinlich, dass es auch gezeigt wird auf der Präsentation. Weil da gab es ja auch letztens Updates zu, sag ich mal. Also nicht richtige Updates, aber es wurden halt neue Charaktere gezeigt, die wahrscheinlich irgendwann kommen. Und höchstwahrscheinlich für die Switch dann. Und der Grund, warum es in dieser Liste ist, ich besitze das Spiel. Ich fand es cool, aber jetzt nicht super überragend. Und ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde, das, also für neue Charaktere und so. Mal gucken, vielleicht, aber ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt ja auch ein neues Einführungsspiel. Also sowas wie Wii Sports oder Nintendo Land, das quasi die Features der Konsole ein bisschen näher bringt und auch in einem Package kommt. Könnte sein, aber weiß ich nicht, weil die Switch auch nicht so viele neue Features zu bieten hat, außer was halt portable ist. Ich weiß nicht, wie man das in ein Spiel packen soll. Aber naja, es ist Nintendo. Die lassen sich meistens was einfallen, ne? Also könnte sein, aber ja, weiß ich nicht. Eventuell wird ja die neue IP von Retro Studios gezeigt, wenn es nicht Donkey Kong ist. aber da hieß es auch halt, dass sie an einer neuen IP arbeiten. Vielleicht sogar Metroid, das wäre geil. Aber es ist wahrscheinlich eine neue IP. Den Gerüchten nachzufolge. Aber was sein wird, keine Ahnung, deswegen ist es auch in dieser Liste. Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Vielleicht bringen die auch das neue Final Fantasy 15 raus dafür. Würde dem System auch helfen, könnte ich mir vorstellen. Aber weiß ich nicht, ich glaube, also wenn die ein Final Fantasy zeigen, dann wahrscheinlich eher das 7 Remake, denke ich. Ich denke, das ist wahrscheinlich eher. Dann vielleicht noch die üblichen Verdächtigen unter den Third Parties. Wird dem System auch helfen, also Assassin's Creed, COD und so weiter. Und vielleicht kommt neben Pokémon Tekken auch noch andere Fighting Games. Also vielleicht kommt ja tatsächlich so ein Street Fighter oder Tekken. Halte ich jetzt nicht für wirklich unwahrscheinlich. Aber was direkt gezeigt wird, I'm not sure. Dann habe ich noch ein Gerücht gehört, von wegen, dass Dark Souls wohl auf der Switch laufen würde und eventuell irgendwann die ganze Trilogie darauf kommt. Könnte sein. Wäre cool, würde dem System auch auf jeden Fall helfen. Glaube ich aber nicht, was auf der Präsentation gezeigt wird. Also wenn, dann kommt es erst, ja, irgendwann später. Wahrscheinlich noch nicht mal dieses Jahr. Denke ich. Vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Und dann noch drei weitere Spiele, bei denen ich auch nicht denke, was sie kommen werden. Aber ich nenne sie einfach trotzdem mal. Und das wären F-Zero, Star Fox und Mario Party. Also, F-Zero wird schon lange von den Fans verlangt, wieder Neues. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Star Fox hatten wir erst eins letztens. Glaube ich also auch nicht. Und Mario Party ist auch noch nicht so lange her. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich wieder scheiße. Aber wer weiß, ich lasse mich überraschen. So, und das war's auch schon. Also, was heißt auch schon? Ging schon eine Weile, das Video. Aber ja, das waren meine Wünsche und Predictions. Alles wild durcheinander gemischt für die Präsentation. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr euch wünschen würdet und was ihr denkt, was kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Live-Reaction oder bei dem Let's Play, wie auch immer. Was euch beliebt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.